Was ist für den Zwischenfruchtanbau schlimmer? Ein sehr trockener Sommer oder ein sehr nasser Sommer? Dieses ist eine sehr hypothetische Frage, denn jedes Wetterereignis hat ihre eigenen Probleme. Auf den ersten Blick macht eine Zwischenfrucht in diesem Sommer doch kräftig was her. Es ist ein hochgewachsener Bestand darauf. Doch bei genauerem Hinsehen sieht man, dass viele Arten, die mit ausgesät wurden, gar nicht gekeimt haben. Es fehlen die Feinsämereien. Es fehlen Klee, Linsen, Wicken, Serradella, aber auch ein Ramtilkraut fehlt. Gefühlt meint man, dass unter den nassen Bedingungen für die Pflanze doch alles in Ordnung ist. Aber ein Problem ist beispielsweise das Häckselstroh. Dieses fein gehäckselte Stroh wirkt wie ein luftundurchlässiges Vlies, wenn es sehr nass ist. Es pappt in sich zusammen, es entsteht Fäulnis da drin und es klebt auf dem Boden wie eine Folie. In diesem Häckselstroh entsteht somit Fäulnis und es leben da drin Schnecken und ähnliches Getier, die dieses feuchte und faulige Milieu mögen und somit auch ein Pflanzenwachstum verhindern. Unter den feuchten Bedingungen wird aber das Stroh dann auch umgesetzt und bei der Umsetzung bindet es Stickstoff. Damit ist das nächste Punkt angesprochen, die Nährstoffe. Mit dem vielen Regenwasser werden mineralisierte Nährstoffe in tiefere Schichten in den Boden eingewaschen und stehen den keimenden Pflanzen nicht zur Verfügung. Auch ist, wie schon angedeutet, der Gasaustausch im Boden durch die hohe Wassersättigung und durch die Strohauflage eingeschränkt, sodass eine Mineralisation nur schwer stattfindet. Die Pflanzen haben zu kämpfen.